18. Eine weitere Stunde später, das Surren der Insekten ist unerträglich. Ihr werdet auch so, ohne diese Gase vom Öl verrückt, immer nur dieses Surren. Und ihr wisst noch nicht genau, wie lange ihr überhaupt starksen müsst. Habt ein weiteres Mal euer Trockenfleisch gegessen, habt ein weiteres Mal nach eurem ranzigen Wasser getrunken. Und bis ihr dann neben euch auf der linken Seite ein gewaltiges Skelett erkennen könnt. Die Knochen sind mittlerweile auch schon etwas moosig, überwuchert. Aber das ist sicherlich einer der Schlinger-Exemplare. Könnt ihr sie alle zuordnen, da ihr erst vor kurzem in Al-Anfa gegen ein solches Wesen gekämpft habt? Liegt es hier knöchern vor euch und starrt euch aus toten Augen an. Gut. Makello, halt. Entschuldigt mich. So ein Exemplar kann man nicht einfach hier lassen. Ich bin sehr erfreut über euren Enthusiasmus bezüglich einer toten Echse. Ja, ich glaube fast, er ist noch größer als der in der Arena. Wie wäre es, wenn wir eine Pause machen? Es ist sicherlich nicht mehr weit. Ihr könntet auch weiterfahren ohne mich. Ich komme danach. Versprecht mir nur, dass ihr sie nicht tötet. Oder Oh, ihr wir bleibt warten. hier. Ich denke, wir warten auf euch, Mudaris. Oder was denkt ihr? Ja, wir sprechen deren Sprache nicht, also. Das ist richtig. Keine Wir wollen sie Sorge. auch nicht sprechen. Keine Sorge, sie werden eure Sprache sprechen. Zumindest einer von ihnen, der Priester. Neue Priesterin. Wie gesagt, das Treffen wurde arrangiert. Ich hatte mich etwas im Vorfeld erkundigt, auch wenn ich noch nicht da war. Wie lange wird ihr hier brauchen? Oh, sicherlich sagen wir 5 Stunden. Aber das ist es wert. Eure Entscheidung. Nun, ich bin dafür, weiter zu starken. Gut, ich komme nach. Ihr müsst euch etwas auf die Boote quetschen, dann nehmt das und lasst mir und Marcello das hier. Einfach dem Fluss folgen. Na gut. Ich will sowieso nicht warten, bis ein Nekromant seine Dinge verrichtet hat. So ist also beschlossen. Wir starten weiter. Ach so, falls wir uns nicht mehr sehen. Wenn ihr zurückkommt nach Brabak, Tabysios weiß Bescheid. Sie gibt euch die Sachen. Hervorragend. Nun. Sagen wir einfach, es war von Interesse, dass ihr die Zauber nicht einfach so bekommt und wieder abreißt, sondern dass ihr noch etwas hier bleibt. Er lächelt wieder schmallippig. Und dann könnt ihr einmal das Schwanken spüren, als Makello aussteigt und tief im Sumpf versinkt, bis er dann in den Knien steht. Und Polperra dann ebenso aussteigt, allerdings eher mit seinem leichten Gewicht, wird dann aus irgendwelchen Gründen auf der Oberfläche des Schlamms laufen. Tritt er dann heran an das große Schlingerskelett und lässt euch hier. Wir sollten weiter. Ich sollte das weitere Starksen übernehmen. Raphim hat hier auf dem Boot nicht genug Bewegungsfreiheit. Ja, eine gute Idee. Dann kann ich mich ganz auf Schnitzen konzentrieren. Ich würde mich mal vorn zum Bug begeben, dieses kleinen Bootes. Ja, ich denke, da keiner von uns vorhatte, Polbero daran zu hindern, sich eine knöcherne Reitechse zu erheben, ist es wohl besser, dass wir aufbrechen. Bin nicht sicher, wie ich darüber denken soll. Auf der einen Seite ist es eine tote Echse und damit eine gute Echse, wie ich immer sage. Auf der anderen Seite. Das ist Nekromantie, Boltax. Das Ja. ist immer eine unschöne Angelegenheit. Genau das meinte ich. Es ist wieder natürlich. Ich würde diesen Mann gerne daran hindern. Kapitän, wenn ihr den Befehl gebt. Nein, wir haben etwas zu tun, wir müssen weiter.
so brecht ihr weiter auf. Es dämmert bereits. Da könnt ihr sehen, ihr wisst nicht genau, wie lange ihr jetzt den ganzen Tag über gestarkst seid. Da könnt ihr erkennen, wie einige Felder vor euch aufragen, die von schwarzem Wasser geflutet sind und einige Achas dort stehen und gärtnern, Acker beflügen. Das ist kein richtiger Pflug, aber sie stehen dort in diesen schwarzen, stinkenden Feldern und betreiben tatsächlich Feldarbeit. Einige Spieße und Stöcke, die dann wohl aber eher dem Boden dienen und weniger als Waffe gelten. Gibt es denn dort ein festes Ufer, wo wir anlanden können, sozusagen? Zurzeit noch nicht. Der Fluss endet hier aber auch nicht. Ich sag mal, stark mal weiter, oder? Also ich gehe davon aus, dass es nicht das Ende der Reise ist, wo wir hin müssen. Ja, ihr überlegt ein bisschen und dann, wenn ihr 2 Minuten weiter gestarkt seid, könnt ihr wohl auch erkennen, dass die Felder enden und dann dort einige Hütten stehen. Die dicht beieinander stehen, auch einige Ledersachen, vor allem viele Schlangen, also von verschiedener Größe, aber vor allem Schlangenleder, die dort ausgebreitet sind, um die Hitze des Tages ist mittlerweile nicht mehr da, aber die Lichtung, die sich hier tatsächlich öffnet, ist etwas größer, sodass dann eben auch der Boden lichtgeflutet wäre, sollte denn die Sonne scheinen. Und es gibt viele verschiedene geflochtene Matten, die hier herumliegen und so etwas wie Wege bilden. Einige Holzstangen, die dann das eben auch erleichtern, von der einen Hütte zur anderen zu kommen, wenn man dann balancieren könnte. Und die Behausungen sind allesamt dann halb in den Boden gebaut, halb ragen sie dann eben nach draußen, bespannt eben mit Zelten oder Hütten. Nun, das sieht doch schon viel eher nach Dorf aus. Versteht einer von euch diese Echsensprache wenigstens ein bisschen? Ich verstehe sie ein wenig. Ich könnte euch sagen, falls etwas im Busch ist, ich gebe dann auf Attack ein Zeichen, denke ich. Nun, immerhin etwas. Wenn ihr anlandet, es gibt hier tatsächlich so etwas wie einen Steg, beziehungsweise dann diese Matten, die euch dann hier aussteigen lassen an der Stelle. Da könnt ihr erkennen, wie ein Stein vor euch aufragt, ungefähr bis zur Hüfte hoch, mit einigen Schutzglyphen versehen. Götter und Kulte. Plus 7. Dämonologie zählt. Bei Götter und Kulte gibt es gar keine Dämonologie. Doch, klar. Ja. Plus 7 ist eingetragen. Erschwert ist falsch eingetragen. Wäre nicht geschafft. Ja. Diejenigen, die ihr schaffen, können erkennen, dass es sich dabei wohl um eine Schutzrune gegen einen Erzdämon handelt, beziehungsweise Dämonen. Kerbütz oder korrupte Ort. Seht, soll schützen. Vor der tiefen Tochter. Ja. Ihr könnt das erkennen, Boltax? Ja. Es ist nicht so komplex. Schaut doch mal. Hier, das doch relativ ähnlich wie das Zeichen für sie. Dass es eine Schutzglyphe ist, sieht man hier ran. Seht ihr? Das ist auch, eigentlich unterscheidet es sich gar nicht so sehr von der Art und Weise, wie wir unsere Schutzglyphen anbringen. Es ist trotzdem übles Machwerk. Auch wenn es einen guten Sinn hat. Ja, soll sie und ihren Einfluss zurückdrängen. Es wundert mich immer noch, dass sie diese schwarze Brühe auf ihren Feldern... Ausbringen? Wer weiß, was sie da so anbauen. Dass man so überhaupt Ackerbau betreiben kann, wundert mich. Sind Echsen. Ja, muss uns gar nichts wundern. Ja, vermutlich. Ihr könnt erkennen, während ihr dann so ein bisschen in das Dorf hineinguckt, die Dächer sind allesamt angeschrägt. Und einige, sowas wie Leitern stehen dort daneben. Und ihr könnt auch sehen, wie wohl 3, 4,
5 Echsen oben auf den Dächern herumliegen und noch versuchen, die restliche Sonne des Tages zu erheischen. Andere wiederum entzünden jetzt große Feuerstellen, Öfen oder andere Lichtquellen, die dann die Nacht vertreiben sollen, beziehungsweise Wärme spenden. Diese da genießen wohl noch ihren Feierabend. Nun, ich glaube, Echsen sind wechselwarme Geschöpfe. Sie brauchen diese Wärme des Praios, um nun ja Kraft zu sammeln. Meint, sie sind kaltblütig. So könnte man es ausdrücken. Kaltblütige Mörder. Nun, kaltblütig ist eine Redewendung, die vermutlich aus dieser Beziehung stammt. Ja, in dem Fall ist es halt, wie es ist. Ich fühle mich hier nicht wohl. Nun, dann lass uns sehen, ob wir einen von ihnen auf uns aufmerksam machen können. Lasst euch nicht von ihrem Getue einwickeln. Lasst uns einmal umschauen, ob wir so etwas wie einen Tempel finden oder eine Kultstätte. Ich denke, dann hätten wir nicht direkt ins Dorf hineinfahren brauchen. Habt ihr nicht gesagt, dass ihre Tempel meist außerhalb liegen? Ihr habt recht. Naja, aber da wird doch ein Weg hinführen vom Dorf bestimmt, oder nicht? Ich vermute es auch. Vielleicht sollten wir uns erstmal zum Mittelpunkt dieses Dorfes begeben. Ja, also ich würde sagen, wir machen unser Boot fest und dann gehen wir mal ein Stück und schauen, ob jemand auf uns reagiert. Das klingt vernünftig. Ja, die Dorfbewohner haben euch auf alle Fälle auch erkannt. Man bleibt allerdings an den Feuern stehen und wird dann nicht zurück in die Häuser gehen, sodass sie da dann eben auch am schnellsten sind. Ihr könnt auch sehen, wie wohl einige von den Fischern mit einigen Spießen herankommen und so ein bisschen abwehrend euch belauern. Einige Jäger, die schlechte Bögen dabei haben, die bespannt sind. Pfeil ist auch eingelegt, man hat jetzt aber noch nicht gezogen. Aber sie sehen so aus, als würden sie sich dann verteidigen wollen gegen die menschlichen Eindringlinge, aber auch eher nur verteidigend, nicht angreifend. Und sie wissen noch nicht genau, was sie von euch wollen, tun sollen und stehen dann erstmal nur abwartend da, bis ihr dann erkennen könnt, wie eine weitere Echse aus dem Osten herantritt und sie dann vor dieser Achas-Kreatur zurückweichen. Also wo sie bei euch weniger Angst hatten, sondern Respekt, da haben sie tatsächlich vor dieser Gestalt Angst. Und jetzt weichen sie in die Höhen zurück, lassen jetzt das Dorf Menschen verlassen, beziehungsweise Achas verlassen, nur noch mit euch hier und der anderen Kreatur, die auf euch zukommt. Ob das ihr Priester ist? Wir sind ja zum Gruße. Es sind zum Gruße Menschen. Ihr werdet erwartet. Dann führt uns. Und ja, so wenig, wie sie dann in dem Dorf eben auch geduldet worden ist, dreht sie sich dann um, nimmt euch nicht bei der Hand, aber bedeutet euch dann zu folgen und verlässt dann auf dem gleichen Wege, wie sie gekommen ist, wieder das Dorf. Über einige Bastmatten, geknüpfte Netze und weitere Schutzglyphen für andere, teilweise Götter, teilweise Erzdämonen. Also die gleichen Schutzglyphen, dann allerdings vor Zar warnend, die dann das Leben stiehlt, oder vor Hesinde, die dann die Weisheit raubt. Einige Vögel, die sich dann ja dort niedergelassen haben und euch aus großen Augen betrachten, könnt ihr dann zu einem etwas größeren Gebäude, komplett aus Holz, über Holzstangen, etwas nach oben, über dem Erdboden gebaut, herantreten und ja, ist das eine Art Tempel? Es sieht einfach anders aus als die anderen Gebäude, die in den Schlamm gegraben worden sind, eben ja, über Pfahlbauten nach oben. Kommt mit. Warum fürchten Sie euch? Ich bin Diener von Götter. Blumin nickt. Dann haben Sie recht, ehrfürchtig zu sein. Ich zieh es.
fragender Blick in Richtung Abelmir, ob der mehr versteht. Ich vermute, ihr Name ist Fias. Ah. Sie guckt euch an, legt den Kopf wieder schief, du siehst wieder dieses Blinzeln, was du von dem Händler schon kanntest. Sie hustet so ein bisschen, schüttelt dann mit dem Kopf. Sie. Hier lang, ja? Sie. Hass. Ah. Sie zieht den Hass, was immer sie damit meint. Sie. Ja, es ist eine Echse. Echsen ziehen Hass auf sich. Was meint ihr mit, ihr zieht den Hass? Naja, sie fürchten die Götter und sie sind einer der Götter. Also wenn die Götter die Echsen hassen, hassen sie sie. Dorf, Gefahr, Ranga, böse. Ich zieh Hass. Dorf, heil. Sie haben sie zum Sündenbock gemacht. Sie. Ja. Ich bin mir nicht sicher, was ich darüber denken soll, wenn die Götter die Echsen hassen, was ich durchaus nachvollziehen kann. Aber die Echsen, die Götter fürchten. Ihre eigenen Götter. Aber muss ich dann die Echsengötter mögen, weil sie die Echsen hassen? Das ist eine sehr philosophische Frage. Nun, wenn ihre eigenen Götter sie hassen, frage ich mich, warum sie sie anbeten. Das meinte ich mit dem Sündenbock. Ich glaube, ihre Rolle als Geweihte ist es, dass die Götter ihren Zorn an ihr auslassen, statt an den anderen. Ein Prügelknabe. Warum hassen ihre Götter sie? Was haben sie verbrochen? Die Verbrechen der Echsen sind vielfältig. Boltax, nicht jetzt. Sie nickt einmal, hebt dann ihren Schuppenpanzer, den sie trägt. Ihr hattet es gar nicht gesehen, dass es so ein richtiges Schuppenkleid ist, Schuppenpanzer, aber es sah natürlich aus, wie dieser Panzer anlag. War wohl aber auch nur Kleidung. Und als sie das anhebt, kannst du sehen, wie ein großes, rundes Loch in ihrem Bauch klafft. Was auch immer da eine Bestrafung war, aber sie hat es aufgenommen und es supft wohl noch so ein bisschen ekelhaft aus ihrer Wunde raus. Sind und Pür. Was? Sie dient Hesinde, Boltax. Sicherlich kann sie uns mehr erzählen. Sie hat von Pür gesprochen. Und dem Pür. Ich bin sicher, ihr habt euch verhört. Nein, ich habe das mit meinen eigenen Ohren genauso gehört. Ihr habt es doch auch alle gehört, nicht wahr? Ja, sie nickt wieder. Pür. Seht ihr? Pür, was ist? Groß Hass. Ja, man muss Pür hassen. Das ist die Echsen. Zorn. Moment, die Echsen hassen Pür. Aber nein, das kenne ich anders. Die Echsen sind mit Pür d'accord gegen die Zwerge in den Kampf gezogen. Zorn, also stark. Sie verehrt Pür nicht. Sie dient nur als Sündenbock für Pür. Sie blinzelt wieder. Das ist einfach so ekelhaft, wie sie blinzelt. Und überlegt dann Angst. Ja, ich kann verstehen, dass man vor Pür Angst hat. Er ist furchtbar. Es ist. Aber ich verstehe nicht. Die Echsen sind doch auf der Seite. Es macht keinen Sinn. Angst. Ja, dieser Glaube macht allerdings nicht so richtig Sinn. Aber nun, wenn sie mit Pür d'accord meint, nun, er ist ein Drache. Ich nehme an, deswegen seid ihr so aufgeregt. Und ihr geht doch sicher so weit mit ihr mit, dass ein Drache ein besonders zorniges und gefährliches Wesen ist. Nun, das auf jeden Fall. Ihr müsst verstehen, welche Rolle Pür d'accord für uns Zwerge einnimmt. Er ist das Böse, die Verkörperung des Bösen. Und ihr habt ihn ja Sie nickt. Gewissermaßen kennengelernt. Nun, zumindest in einer Abwandlung seiner, nicht wahr?
einer seiner Söhne. Richtig. Und auf ihn geht alles Schlechte zurück, was in dieser Welt entstanden ist. Schlechter von Rassasor. Ja, das bin ich, das ist richtig. Aber, nun, ihr seht, worum es geht. Ich bin mir nicht sicher, worauf ihr hinaus wollt. Nun, Pyr hat damals die Zwerge angegriffen. Was hat das mit der jetzigen Situation zu tun? Nun, alles Schlechte in dieser Welt, egal was, geht originär auf Pyrdakor zurück. Ja, deswegen hat sie Angst vor ihm. Ja, aber die Echsen sind damals mit Pyrdakor gegen die Zwerge. Aber jetzt... Vielleicht, weil sie solche Angst vor ihm hatten. Angst. Ja, aber das... Ja, das kann ich verstehen, aber es geht nicht mit, wie ich die Echsen, aber... Haben die Echsen dann auch? Ich muss darüber nachdenken. Wer ist diese Chiukrach? Würfel mal Achas, die Sprache. Rissa. Rissa, danke. Rissa, genau. Krimp und Rissa. Ja. Schicksalspunkt? Nö, dafür nicht. Nö, dafür nicht, alles klar. Also es ist wohl kein Name, sondern eine Bedeutung, die dir... Also das G hast du mal irgendwie mit falsch assoziiert, aber was das Ukr bedeutet, weißt du nicht. Also irgendwas ist falsch. Ich verstehe euch nicht. Ich, Priester, die Suxl. Ihr Schicksal wissen um Shasnabar. Ah, Shasnabar, ja. Lamaria. Und sie nickt. Lamaria. Das mit der Uhr, mit der Sanduhr, da wo Erzdämonen herkommt. Nein, Lamaria ist ein Kontinent, der vor Äonen untergegangen ist. Nun, ja, aber da ist doch dieses Unterwasserfeuer, mit dem die Frau assoziiert war, die ich gesehen habe. Es wird mit diesem Kontinent in Verbindung gebracht, ja. Ich muss mehr darüber erfahren, schätze ich. Ich denke, in der Bibliothek in Brabak werdet ihr ja vielleicht einige Aufzeichnungen finden dazu. Diese Edition in den Sumpf hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Was dort ist, kann nicht sterben. Ihr müsst aufpassen. Auf was? Lamaria. Wach. Lamaria ist wach oder Morudal? Mordar. Sie nickt. Wer ist dieser Mordar? Was könnt ihr uns über ihn sagen? Sendbot von Kerubitz. Ja, den Eindruck hatten wir auch. Wir sind ihm begegnet. Und wir befürchten, ihm wieder zu begegnen. Wisst ihr etwas, was uns dann retten kann? Es gibt letzte Vision von Irnau. Irnau. Ich will teilen. Gucke ich etwas entsetzt an. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Worum geht es, Abelmir? Ich habe es nicht verstanden. Dieser Name, den sie sagte, ist der Sohn, der höchste Diener. Irnau, Priester. Marisch Priester. Gefallen. Er gefallen. Letzte Vision vor Fall.
Nun, weiß ja nicht, ich bin normalerweise der Letzte, der Informationen von einer Echse annehmen würde. Aber gerade ist alles so seltsam. Offensichtlich fürchten die Echsen Pyrdakor auch und hassen Pyrdakor. Und das ist nachvollziehbar für uns Zwerge. Wir Angst vor Götter. Ich weiß nicht mehr, was ich von den Echsen halten soll. Es wir ist nicht Hass. Sie uns hassen. Wir nicht. Ist wir nicht Hass. Wir Angst. Es ist so anders, als ich es mir vorgestellt habe. Wie wollt ihr uns diese Vision geben? Sie greift in ihrem kleinen Holzbau einmal in eine Schatulle, die wohl aus Knochen gefertigt ist. Ihr wisst nicht genau, was das für eine Kreatur ist. Könnte auch Horn sein. Und zieht dann ein großes Pergament heraus, beziehungsweise ein gebleichtes Leder, was wohl uraltes, leicht eingerissen, ein bisschen bröckelig. Und rollt sie dann zusammen. Krimk. Ah, Sie haben sie aufgeschrieben. Ich kann das nicht lesen. Nun, ich beginne gerade mit der Sprache. Altes Marisch. Glyphen. Von Tempel der Charybd in Lamaria. Sie überlegt kurz, blinzelt und